Tja Leute, sonntags 9:30 in Deutschland. Guten Morgen. Spatzel, machst du mir eine Stegsemmel? Aber jetzt bestimmt nicht. Wie jetzt bestimmt nicht? Ich hab Hunger. Ja. 9:30 in Deutschland. Ja, ich hab Hunger. Ja. Eine Stegsemmel bitte, eine kleine. Leute, ich schleife jetzt weiter, dass wir die Wand einpimmeln können. Tja, bis Sonntagmorgen. Geil, ich spreche jetzt wieder etwas lauter, wächst im Ton. Spatzel hat den Grill schon angefeuert. Danke, du bist die Beste. Und wie sieht das heute aus? Sieht gut aus. Letzten Tag gut, gell? Sieht ja, richtig schön. Gut aus. Wir machen uns heute Morgen Steaksemmel. Ja, genau. Zum Frühstück. Das brauchen wir. Spatzel, um 7:30 hole ich mir in der Arbeit immer Brotzeit. Um 8? Um 7:30, also bis 8 habe ich mein erstes Semmel gegessen. Deswegen habe ich ja jetzt auch wieder Hunger. Ja. Sag's vorher doch glatt nö zu mir. Was? Hilft nix. Alina ist da hinten auch fleißig schon wieder am Schleifen. Ich habe ja gestern oben mit der Maschine noch ein bisschen entlang geschliffen. Jetzt mache ich gerade hier die Bretter. Hole ich mal die Leiter, dass ich jetzt an die oberen hinkomme. Ja, Leute, und dann habe ich gesagt, egal, mache ich die kurze Seite auch noch mit. Das Brett wird auch noch weggeschraubt und separat geschliffen. Und dann streichen wir die Seite auch gleich mit. Weil wir 10 Stückel dann wieder anfangen? Nee. Leute, was soll ich sagen? Ne, Steaksemmel am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Wunderbar. Ohne Haare. Wenn ich nicht immer meine Haare mitfressen wird. Boah. Und mit den Schleifen geht es auch gut voran. Zeige ich euch nachher dann. Leute, erstmal eine schöne kalte Kohledosa genießen. Und der Wand beim Trocknen zugucken. Ja, also jetzt erkennt man das alte Brett sehr gut. Da ist jetzt eine Schicht Holz vom Tod drauf. Und wenn der nachher soweit durchgetrocknet ist, dann kommt Farbe drauf. Und dann erfahrt ihr endlich, in welcher Farbe unser Häusle wird. Ja, und die Bretter da hinten sind auch soweit, die werden dann auch gestrichen. In einer anderen Farbe. Wir streichen, la 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 la. Ja, die ersten Bretter werden weiß. Aber wie wird die andere Farbe? Ja, funktioniert ja ganz gut. Deckt ganz gut. Ich denke, 2 Anstriche und dann sind wir durch, oder? Ja. Ja. Wir werden sehen. Jetzt hast du die Farbe verraten. Tja, Leute, ich glaube, ich sehe rot. So ist naja, es. Naja, man sieht halt nicht so gut. Richtig schönes, sogenanntes Schwedenrot. Das ist jetzt der zweite Anstrich. Insgesamt wird man mindestens 3 Stück brauchen. Ein bisschen lauter reden. Weil, nö, das ist gut so. Weil die Kamera zeigt ja jetzt Richtung zu mir. Es hat sich wieder mal erwiesen, Rot deckt verdammt schlecht. Aber hilft nichts, da müssen wir jetzt durch. Deswegen 3 Anstriche. Und sieht schon geil aus. Also wenn das fertig ist, dann bin ich happy. Aber ja. Jetzt Stück für Stück sich durchkämpfen. Die Seite, die weißen Leibungsbretter. Und dann haben wir schon mal wieder ein ganzes Stück geschafft. Und nächste Woche schaue ich dann, ob ich eventuell sogar noch die Frontseite mache. Je nach Wetterlage. Genau. Nicht einmal meckern darf ich hier, dann kriege ich gleich einen Anschiss. Richtig. Was machst denn du überhaupt? Ich mache unsere restlichen Steaks jetzt noch. Ah, oh, Steaks, die 3 Stück.
Die zwei Brötchen essen wir noch dazu. Oh. Ja. Ja. Es ist als Zwischensnack. Ein Zwischensnack. Mhm. Ja, Leute, mittlerweile keine Ahnung, wie viel Uhr. Wie spät haben wir es? Ja, 3:55. 3:55 schon? Ich bin mittlerweile mit dem zweiten Anstrich drüben komplett durch. Warte jetzt, dass es trocknet. Dann kann ich die ganzen Rillen nochmal mit dem Pinsel nachpinseln. Also sprich der dritte Anstrich, dann nochmal leicht trocknen lassen. Und dann kann ich das Ganze nochmal rollern. Und dann hoffe ich, dass das Rot jetzt endlich ordentlich deckt. Und dass wir irgendwann fertig werden. Dann heißt es eigentlich danach bloß noch Plane abhängen, aufräumen, abhauen. Weil dann habe ich die Nase voll für heute. Aber wir haben was geschafft. Und das jede Menge. Was willst du? Nichts. Macht sich gerade über mich lustig. Ich habe nur geklatscht. Darf ich auch irgendwann mal wieder grillen? Nur die schwersten Sachen, Chris. Kannst du gerne grillen. Nur die schwersten Sachen. Kannst du gerne grillen. Oh. Ja, die Bretter haben, die Weißen haben schon den dritten Anstrich. Die sind soweit fertig. Ja, das wollte ich nämlich noch sagen. Und vielleicht einen Blick aufs Grillgut. Oh, ey, ich krieg schon wieder Hunger. Ich hab Kohldampf. Das dauert ein paar Minuten. Haha, ohne Mampf kein Kampf. Und danach geht's weiter. Kaum habe ich hier da drüben die Plane abgehängt, ey, knallt hier die Sonne schon wieder her. Also für die Seite muss ich mir noch was einfallen lassen. Oder vielleicht einfach bloß ein Segeltuch dahin, was man da runterhängen lassen kann. Aber das ist so bäh. Ja, dreimal gestrichen, 2,5 Liter Kübel leer. Ich hoffe, dass es bei den dreimal Streichen bleibt. Jetzt lassen wir es mal wirklich durchtrocknen und dann sehen wir weiter. Aber jetzt dürft ihr es angucken. Jo, hier noch das letzte gestrichene Plättchen. Hier wird noch die Banane gegossen. Die alten Bretter. Jo. Und so sieht es jetzt aus, Leute. Jetzt müsst ihr euch noch vorstellen. Hier kommen die weißen Laibungen noch hin. Die werden auch noch weiß und hier die Abdeckung, die hat ja gefehlt, darunter, ja, die muss ich auch noch bauen, aber ansonsten bin ich doch jetzt einmal soweit zufrieden, man kann es ja, eigentlich fast so lassen. Gut, bei den Brettern nur teilweise hätte ich mir vielleicht ein bisschen eine bessere Deckung gewünscht, aber jetzt ist es so, naja, zur Not kann ich da noch einmal drüber gehen. Ja, aber besser als vorher ist es auf alle Fälle. So, Leute, ja, uns gefällt das Rot, wem es nicht gefällt, der wende sich bitte an die Beschwerdeabteilung. Sag dich mal das. Ja, was jetzt? Also, Beschwerdeabteilung nimmt keine Beschwerden an. Pech gehabt. Passt, Farbe ist geil. Punkt, fertig, aus. Ja, Leute, wir wären hier soweit fertig für heute. Wir machen schön gemütlich die Rille. Und Alina, mach mal Winke, Winke hier. Da ist sie. Ja, Spatzel. Ja. Auch noch Tschüssikowski. Tschüss. Und richtig fleißig waren wir heute. Ja. Also das, wer das nicht kommentiert, dass wir heute fleißig waren, ja, der ist selber schuld. Leute, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.